Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich wünsche euch allen noch ein frohes neues Jahr. Es ist mein erstes Video in diesem Jahr. Die letzten Wochen war es ja ein bisschen ruhig. War irgendwie alles ein bisschen ungeplant und lief alles nicht ganz so. Ich habe ein neues Bastelzimmer bekommen, das bekommt ihr auch noch zu sehen, sobald ich wirklich 100% zufrieden bin, obwohl ich bezweifle, dass ich das überhaupt irgendwann mal sein werde. Aber ich habe mir gedacht, wir starten mit dem gleichen Video, wie wir ins Jahr 2019 gestartet sind. Und das war nämlich mein Must-Have-Bastelmaterial. Das habe ich mir auch angeguckt, das Video. Ich setze euch das mal oben ins i. Fand das mich ganz interessant. Was war damals so das, was ich wirklich viel gebraucht habe, wo ich sage so, das ist das, was ich besonders gerne mag, was ich viel nutze. Und ich muss sagen, es gibt schon so ein paar Unterschiede. Aber jetzt habe ich auch ein Jahr komplett durchgebastelt. Ich glaube, da hat man nachher wirklich so seine Favoriten, seine Sachen, mit denen man am liebsten arbeitet, wo man weiß, die Qualität stimmt, das Ergebnis wird nachher toll damit. Genau, und deswegen möchte ich euch dieses Mal oder jetzt auch wieder meine Favoriten zeigen, die ich wirklich schon sehr lange benutze. Es gibt natürlich auch ein, zwei Teile, die relativ kurz erst dabei sind, aber wo ich sage, so da, das wollte ich schon länger, habe es mir aber erst später gekauft. Wir fangen an mit Klebematerial. Und zwar, als erstes habe ich hier Sticky Tape. Ich finde es mega. Es ist natürlich echt teuer im Gegensatz zu diesem günstigen Klebeband von Action oder so. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, jetzt so über die Zeit, dass das Klebeband von Action zum Beispiel irgendwann einfach nicht mehr klebt. Und oder es fängt an zu fetten. Und dann ist das Papier einfach völlig versaut. Es sieht total doof aus. Es ist schade um die Arbeit. Und deswegen, wenn ich Sachen habe, die wirklich bombenfest kleben sollen und lange kleben sollen, dann nehme ich Sticky Tape. Das gibt es ja in verschiedenen Breiten. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Breiten zum Beispiel. Ich finde es toll, nutze es natürlich nur dann, wenn ich es auch wirklich nutzen muss, weil es natürlich auch etwas teurer ist als günstiges. Und dann habe ich noch meinen geliebten Flüssigkleber. Das ist der von Action. Ich liebe ihn immer noch. Ich nutze ihn wirklich schon sehr, sehr lange. Ganz viele sagen ja immer, ja, das Papier wälzt sich dann so. Ja, das habe ich auch, wenn ich direkt aus der großen Flasche arbeite. Fülle ich mir das aber um in so eine kleine Dispensionsflasche, glaube ich, heißen die, geht das super gut. Es klebt ganz toll, wenn ich großflächig kleben möchte. Dann mache ich mir so einen Tropfen auf, zum Beispiel auf die Pappe fürs Cover und gehe dann mit einem Rakel und verteile das richtig, so dass wirklich nur so ein hauchdünner Film an Kleber drauf ist. Auch das funktioniert super gut. Manchmal wälzt sich das Papier auch nur am Anfang. Wenn es nachher getrocknet ist, zieht sich das meistens wieder komplett gerade hin. Habe ich zumindest die Erfahrung. Deswegen ist das hier für mich zum Beispiel ein Kleber, den ich mir immer wieder nachkaufe, den ich immer gut finde und wohl auch dieses Jahr viel nutzen werde. Dann habe ich kleine Scheren hier mit drin. Die nutze ich nämlich sehr viel für meine Stempelabdrücke. Zwischendurch habe ich ja nicht so wirklich groß Lust, was zu basteln, möchte aber irgendwas tun. Also nehme ich mir meine Stempelabdrücke und schneide die dann mal aus. Und da haben sich für mich diese drei Scheren hier bewährt. Das sind einmal die von Folie, das ist so ein Set, einmal die Teflon beschichtete für Klebeband und die normale. Ich nutze aber beide sowohl als auch. Ist wahrscheinlich nicht so gerade ganz genial, aber ich finde sie ganz gut. Oder eben auch die hier, das ist die aus dem Action. Die hält natürlich nicht ganz so lange wie jetzt zum Beispiel die von Folia. Aber ich finde sie trotzdem sehr gut, sie schneidet sehr sauber. Welche ich mir eventuell nochmal holen würde, ist die von Tim Holtz. Aber die kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Und deswegen muss ich mir das noch ein bisschen überlegen. Solange bleibe ich bei diesen drei hier, die ich wirklich sehr gut finde. Und das Ergebnis ist auch immer meiner Meinung nach gut. Dann habe ich hier liegen meine geliebten Magnete. Ich glaube, jeder, der mich jetzt schon länger kennt, guckt, der weiß, dass ich die unwahrscheinlich gerne nutze. Ich finde sie toll. Sie haben eine super Kraft. Sind vom Preis her wirklich sehr gut. Ich kaufe sie mir ja immer auf Messen. Also immer, wenn ich weiß, Messe ist, nehme ich mir gleich einen Vorrat mit bis zur nächsten Messe, damit ich sie mir nicht extra bestellen muss. Ich finde sie toll. Sie sind natürlich relativ groß, für den einen oder anderen vielleicht zu groß. Aber für mich sind sie genau richtig. Ich habe mir hier mal so testweise im Internet so kleine bestellt. Die sind wirklich pupsig. Also wenn man sich das so anguckt, die sind echt klein. Für mich sind die zu klein und ich finde, die haben natürlich auch nicht mehr ganz so viel Kraft wie diese größeren. Die fallen auch nicht groß auf, wenn man die unter das Papier
geklebt hat. Also es ist jetzt nicht so, dass das so eine mega Beule drin ist oder so. Das ist gar nicht so das Problem. Aber ich finde sie gut. Und das wären auch welche, die ich immer wieder empfehlen würde. Ich habe die meiner Mutter auch schon empfohlen. Die hat sich jetzt auch welche gekauft. Und ich meine, die liegen auf der Messe bei 2,50 Euro für 10 Stück. Ich meine 2,50 Euro, nagelt mich nicht drauf fest. Aber so eine kleine kann ich nicht mit um. Dann haben wir Stempel. Ich liebe ja Stempel. Und ich liebe Stempelkissen. Und da habe ich so meine gefunden, mit denen ich einfach am liebsten arbeite. Gerade weil sie ein sehr großes Farbspektrum haben. Einmal natürlich mein Memento, das schwarze. Das ist ja auf Wasserbasis. Also darf man das natürlich nicht nehmen mit Aquarellfarben, weil dann löst sich das auf. Ich male aber relativ wenig mit Aquarell. Ich habe gesehen, in meinem Anna, also dem Video, was ein Jahr alt ist jetzt genau, habe ich die Aquarellstifte mit drin, aber die nutze ich eigentlich gar nicht wirklich. Ich nutze eher Alkoholstifte, zeige ich aber auch gleich nochmal. Deswegen ist für mich das Memento einfach das, was ich am liebsten nutze. Und dann habe ich einmal von Memento die Drops, also die kleinen. Ich finde die ja mega. Die haben einfach eine riesen Farbauswahl. Guckt alleine hier diese 5 verschiedenen Grüntöne. Finde ich mega. Die lassen sich auch super verblenden. Und dann habe ich eben noch die Versa Magic Drops. Die finde ich auch ganz toll. Sind von den Farben her ein bisschen pastelliger, sind nicht so ganz knallig wie die Mementos. Deswegen finde ich die beiden einfach ganz, ganz schön. Und sowas kann man eben super auch auf Messen kaufen. Da gibt es ja meistens immer so Messeangebote, kauf 5, zahl 5 oder so. Deswegen gucke ich meistens immer da nach diesen Stempelkissen. Und wenn wir schon beim Stempel sind, hier meine Blending-Tools. Diese kleinen süßen Make-up-Schwämmchen, ich dachte ja auch so, oh, wer hat sich da schon wieder ausgedacht, mit Make-up-Schwämmchen verblenden oder machen wir uns jetzt Hintergründe mit Stempelkissen. Man sollte diesen Menschen knutschen. Es ist so genial, es ist so einfach, es lässt sich super verblenden. Man hat keine harten Kanten oder irgendwelche Übergänge, die einfach nicht schön aussehen. Das Problem habe ich ja immer, ich komme zum Beispiel überhaupt nicht mit diesen Fingerschwämmchen klar. Ich komme damit nicht klar. Die sind auch schon steinhart wahrscheinlich. Na gut, es geht noch. Also das ist absolut nicht meins. Ich mag damit nicht gerne arbeiten. Und deswegen habe ich das damals ausprobiert mit diesen Make-up-Dingern. Und ich finde es mega. Also ich glaube, das würde ich wirklich auch ein Anfänger super hinkriegen mit den Teilen. Ich werde mir wohl nach und nach noch ein paar mehr holen. Weil die Farben setzen sich natürlich fest. Also ich habe die jetzt schon mehrmals ausgewaschen. Die großen gehen noch. Aber hier die mittleren, die sind natürlich schon verfärbt. Aber ja, das kommt eben drauf an, wie oft man die nutzt. Ich finde sie toll. Meine hier sind aus dem Action. Ich glaube, im Teddy gibt es ein Set, was größer ist. Vielleicht werde ich mir das mal zulegen. Und dann kommen wir zum nächsten. Das ist noch relativ neu. Habe aber lange damit geliebäugelt. Mit der Sizzix Sidekick. Ich habe ja die Big Shot, aber die Big Shot ist ja so, die ist ja riesig, also wirklich riesig. Und ich bin einfach zu faul für einen kleinen Herzdingens da, also so eine kleine Herzstanze, mir die Big Shot rauszuholen. Erstmal ist sie super schwer und dann ist sie ja auch einfach groß. Und deswegen hatte ich mir schon länger die Sidekick gewünscht. Ich hatte mir das, ich hatte die mir immer wieder angeguckt, aber ja, man guckt ja immer und bis man kauft, dauert das ja immer noch mal Jahre. Und dann hat mir mein Mann die zu Weihnachten geschenkt, beziehungsweise ich durfte sie mir auf der Messe mitnehmen als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Ich finde sie mega toll. Das ist einfach, die kannst du überall hinstellen, sie nimmt keinen Platz weg. Und für kleine Sachen, und wenn es nur ein Happy Birthday ist, ist die einfach perfekt. Die Schneideplatten, also die Ersatzplatten, kosten nicht viel. Die liegen, glaube ich, um die 5 Euro. Ich kann euch mal, wenn ihr wollt, alles soweit verlinken, was ich verlinken kann. Da sind nämlich auch eben die Ersatzplatten. Die gleichen Ersatzplatten habe ich auch für die Big Shot. Die sind dann eben türkis, aber mein Gott, das interessiert ja jetzt nicht, welche Farbe die Platten haben. Obwohl ich türkis natürlich schöner finde als durchsichtig. Aber das kann ich euch mal reinsetzen. Für mich absolut genial, dieses kleine Maschinchen. Und die werde ich wohl dieses Jahr viel nutzen. Dann kommen wir zu Stiften. Und zwar zu Alkoholmarkern. Wenn ich koloriere, koloriere ich eigentlich immer mit Alkoholmarkern. Aquarell ist nicht ganz so meins, da komme ich nicht ganz so klar mit. Und Buntstifte finde ich irgendwie, weiß ich nicht, mag ich nicht. Finde ich irgendwie auch nicht so cool. Und zwar habe ich hier einmal die Twin-Marker. Da habe ich jetzt ja, na alle habe ich nicht, mir fehlen immer noch ein paar.
Aber so die Farben, die ich haben wollte, habe ich mit Glück immer zusammengekommen. Gerade die ganzen Grau- und Brauntöne. Und ich finde sie total toll. Sie lassen sich super verblenden, wie ich finde, wenn man die richtigen Farben, Farbfamilien zusammen hat. Und dann habe ich jetzt schon seit längerem die Triblend Spectrum Noir. Und die sind so cool. Ich hatte erst die anderen, ich habe auch die anderen. Das sind diese normalen Stifte, die sehen aus wie die hier so ungefähr. Aber die hier sind so genial, weil sie gleich drei verschiedene Farbabstufungen in einem Stift haben. Da haben wir einmal hier, einmal da und einmal da. Und ich finde das so genial. Also man hat einen Stift mit drei verschiedenen Farbabstufungen, braucht nicht lange suchen oder sonstiges. Wie ich finde, eine mega Erfindung. Gibt es, meine ich jetzt knapp, nicht drauf fest, nein, ich glaube um die 36 Stifte. Ich weiß es nicht genau. Es gab, kann sein, dass es schon wieder mehr sind. Wie ich finde, wirklich eine ganz tolle Erfindung mit diesen drei Farben in einem Stift. Und sehr tolle Farben, wie ich finde. Dann kommen wir zum vorletzten. Und das ist ein Teil, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Und ich habe euch schon so viel vorgeschwärmt. Und ich liebe es immer noch. Ich drehe das mal so. Es ist mein Stanz- und Falzbrett von Paperful. Das ist ja von Fessen Kreativ, meine ich genau. Fessen Kreativ. Absolut geniales Teil. Ich habe ja das große, also das ist dann 43 cm lang und meine Mama hat, meine ich, das 30er. Sie wollte das mich auch gerne ausprobieren. Sie hat ja gemerkt, dass ich voll begeistert davon bin. Und sie liebt ihres auch. Das geht einfach alles so schnell. Ne? Man hat hier beide zwei Klingen. Einmal falzen, einmal schneiden. Und jetzt, nachdem ich habe es jetzt schon ein bisschen länger, kann ich immer noch sagen, ihr schneidet immer noch gerade. Ich hatte ja vorher ein anderes, das von Fiskars, und damit kam ich ja gar nicht klar. Ich weiß nicht, ob ich da echt so ein Montagsmodell gekriegt habe, aber es funktionierte einfach nicht, wie ich wollte und wie es sollte. Genau, und deswegen habe ich ja eine ganz lange Zeit komplett drauf verzichtet und habe ich mir irgendwann mal dieses hier angeguckt und ich liebe es. Was ich mega cool finde, es gibt auch nur Ersatzschneideklingen. Also, dass man nur diese Schneideklingen kaufen kann, ohne dass man immer eine Falzklinge dazu kaufen muss. Das finde ich ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man eigentlich nur die Ersatzklinge fürs Schneiden braucht und jedes Mal hat man eine Falzklinge mehr und mehr und mehr. Und das fand ich ganz witzig, dass man nämlich auch nur Schneideklingen kaufen kann. Da haben wir jetzt eben dieses hier. Und ich muss sagen, ich liebe es. Ich weiß auch, dass so der ein oder andere von meinen Zuschauern sich das auch schon geholt hat. Und das freut mich. Und ich hoffe, ihr seid genauso zufrieden wie ich damit. Und als allerletztes haben wir hier meine Stempelhilfe. Ich dachte ja damals auch, ach, das brauchst du nicht. Völliger Quatschmist, brauchst du nicht. Doch, man braucht es. Also ich würde sagen, man braucht es. Ich finde es mega toll, gerade bei großen Stempeln, weil wenn man jetzt einen Acrylblock hat, wie zum Beispiel den hier, und der ist voll ausgefüllt, du kriegst ja nie den gleichen Druck überall hin. Ja, und dann nimmst du Stempel hoch, toll, fehlt die obere Ecke, die untere Ecke, irgendwas ist nicht richtig abgestempelt. Man schafft es nie 100% nochmal gleich zu stempeln. Und deswegen habe ich mir diese Stempelhilfe mal geholt, um eben diesen aus dem Weg zu gehen, wenn ich was Großes stempel oder ich möchte, dass ich 10 Karten habe und überall soll dieses Einladung genau gleich sitzen, dann kann ich das hiermit einfach super gut machen. Das ist jetzt das von Tonic Studios, das ist nämlich das kleine, ich glaube, die haben nämlich noch ein großes, das ist dieses Reisestempel, diese Reisestempelhilfe. Für mich langt die total, also ich brauche keine andere. Und wie ich finde, eine mega Erfindung, die sich wirklich lohnt. Und das waren so meine Favoriten, die ich, glaube ich, das ganze Jahr auch wieder weiter nutzen werde. Ich finde sie alle toll. Es bringt mit allen total Spaß und ich bin gespannt. Ihr habt letztes Jahr auch viel kommentiert. Dieses Jahr bin ich gespannt, ob die gleichen vielleicht dabei sind und ob sich die Bastelfavoriten geändert haben oder ob sie immer noch gleich sind. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, was so eure Favoriten sind, wo ihr sagt, darauf könnt ihr nicht verzichten, das findet ihr toll, das kauft ihr immer wieder nach, weil es einfach Spaß bringt, damit zu basteln, es eine tolle Qualität hat oder irgendwas anderes. Genau, das soll es auch gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, freue mich aufs nächste Video mit euch und verspreche euch, es wird jetzt wieder regelmäßig Videos geben und die Durststrecke ist jetzt beendet. So, meine Lieben, bis dann, tschüss!